Hallo zusammen, herzlich willkommen bei DiDEV TV. Wir haben heute Erdoğan Kaya aus Berlin bei uns. Er arbeitet bei der BVG, Berliner Verkehrsgesellschaften, ist dort Vertrauensmann. Er ist dort im Personalrat und ist auch gleichzeitig der Bundesvorsitzende von Verdi im Migrationsausschuss. Herzlich willkommen, Erdoğan. Was hat sich bei dir auf der Arbeit seit der Corona-Pandemie denn so geändert? Also wir sind nach der Krise gleich angefangen, die Leistung etwas runterzufahren, weil viele Schulen, Verwaltungsangestellte haben dann in die Kurzarbeit gegangen und Geschäfte waren zu. Und deswegen sind wir nicht mit vollem Einsatz unterwegs gewesen. 60-70% waren wir unterwegs. Wir haben angefangen sozusagen den Fahrerbereich, also ich arbeite natürlich im Busbereich, da die U-Bahn und Straßenbahn sowieso getrennt sind. Also Fahrgäste haben dann keinen Kontakt zu den Fahrern, aber bei uns war es nicht so gewesen. Wir haben dann Ticketverkauf eingestellt. Es gab dann zwischen Fahrerraum und Fahrgäste Flatterband. Und nachhinein haben wir dann mit Folien abgedeckt, sodass wirklich kein Kontakt mehr da ist. Und wir haben alle Fahrer mit Masken ausgestattet, mit Handschuhen ausgestattet, falls sie Kontakt zu den Fahrgästen haben, natürlich sozusagen geschützt sind. Erdoğan, du hast davon erzählt, dass ihr bloß 60-70% der Leistungen aufbringt. Hat das sich auf den Lohnabrechnungen bemerkbar gemacht? Also die BVG hat Anfang an gesagt, dass die BVG nicht in die Kurzarbeit gehen will. Diejenigen, die sozusagen keine Leistung erbracht haben, als stille Reserve auf den Höfen gesessen haben, die haben 100% ihr Lohn bekommen. Also es bei uns gab es, wie gesagt, keine Kurzarbeit und deswegen gab es auch keine Lohnverlust. Oder war das selbstverständlich bei euch im Betrieb oder habt ihr das verhandeln müssen zwischen Personalrat und Betriebsleitung? Das war schon selbstverständlich. Es gab natürlich Gespräche zwischen Gewerkschaft und dem Vorstand und so, dass sozusagen auch die Regelung so umgesetzt wurde. Erdoğan, ihr hättet noch in diesem Jahr, wenn ich nicht falsch liege, schon im Juni eure Tarifverhandlungen gehabt. Was wird mit eurer Tarifverhandlung? Und ihr hättet dieses Jahr eine Tarifverhandlung geführt, die nicht nur für Berlin gilt, sondern ihr wolltet eine Tarifverhandlung bundesweit führen. Kannst du vielleicht uns dazu was sagen, wie generell im ÖPNV die Tarifverhandlungen geführt werden? Bis Ende Juni laufen alle Tarifverträge bundesweit aus in unserem Bereich. Also öffentlicher Nahverkehr, öffentlicher Personen- und Nahverkehrbereich laufen alle Tarifverträge aus bis zum Ende Juni 2020. Das haben wir so geplant, damit wirklich wir alles zusammen bundesweit in die Tarifverhandlungen reingehen können. Das ist dann erst einmal seit, wie gesagt, 15 Jahren. Wir werden wahrscheinlich durch diese Krise, weil die Gewerkschaftsarbeit wurde eingestellt, die Vertrauensleute, Versammlungen finden nicht statt, Tarifkommissionssitzungen finden nicht statt, Bezirksvorstände, Landesbezirksvorstände, alle Vorstände kommen nicht zusammen. Wir können sozusagen keine Entscheidungen herbeiführen und deswegen haben wir die Tarifverhandlungen erstmal sozusagen zurückgestellt. Ja, wir werden natürlich aushandeln, aber wann, den Zeitpunkt, kann ich jetzt definitiv nicht sagen, wann wir wieder dann sozusagen die Tarifverhandlungen aufnehmen werden. Aber Erdoğan, was machen wir denn, wenn die Pandemie bis Ende 2021 so weitergeht und wir so wie es momentan so der Fall ist, dass wir so Kontaktsperren haben, dass viele Läden nicht aufmachen dürfen, die Schulen noch eingeschränkt sind, warten wir dann einfach bis 2021? Wie gesagt, ich kann nicht einschätzen, wie lange das dauern wird. Aber es wird schon jetzt darüber diskutiert, auch unter den Kolleginnen und Kollegen, wie soll es jetzt weitergehen? Also solange
dass die Maßnahmen so umgesetzt werden, oder das wird dann natürlich unten bestimmte Kollegen sozusagen auch große Probleme haben werden, dass man sagen wird, ey, was ist denn jetzt? Also wir müssen jetzt langsam bewegen, weil dann werden wir eine Zeitspanne haben und die dann etwas enger wird. Also und wie gesagt, es gibt auch andere gewerkschaftliche Aktivitäten oder Sachen, die noch gemacht werden, wie wir haben zum Beispiel dieses Jahr Personalratswahlen. Und das kommt auch nochmals zusätzlich. Und viele Dinge kommen dann sozusagen hintereinander. Es wird uns viel, viel Kraft kosten. Und somit wird auch der Druck natürlich auch entstehen, dass die Vorstände reagieren müssen. Ja? Erdogan, was waren denn eure Eckpunkte bei der Tarifverhandlung? Also was waren Punkte, weil bei Tarifverhandlungen geht es um Geld, um Urlaubstage, um Arbeitszeit und so weiter und so fort. Was waren so die zentralen Themen eurer Tarifverhandlungen? Bundesweit wollten wir einheitliche Urlaubsregelung haben. Also 30 Tage Urlaub für alle. Egal, also es soll nicht nach Betriebszugehörigkeit gehen, sondern von Anfang an 30 Tage. Das ist die gemeinsame Forderung. Es gibt trotzdem aber unterschiedliche auch Forderungen bei dieser Tarifauseinandersetzung, nämlich zum Beispiel Berlin und auch andere Bereiche wollen auch die Arbeitszeitverkürzung Thema machen. In Berlin haben wir zwei unterschiedliche Arbeitszeiten. Neubeschäftigte arbeiten 39 Stunden und die Altbeschäftigten 36,5 Stunden ohne Lohnausgleich. Und wir wollen jetzt sozusagen, dass alle auf 36,5 kommen. Das wird dann eine Berliner Forderung sein. Ich habe gehört, dass auch anderen Bereichen bundesweit auch zur Arbeitszeitverkürzung auch ihre Forderungen haben. Das sind zwei wichtigste Kernforderungen. Wir wollen natürlich auch die Zeitzuschläge einheitlicher machen. Es gibt unterschiedliche Regelungen in der Hinsicht und wir wollen das vereinheitlichen. Ah, das heißt, ihr habt eine bundesweite Forderung jetzt bezüglich des 30 Urlaubstage im Jahr und aber noch, dass dann verschiedene Bundesländer und Bereiche nochmal extra Forderungen einbringen. Genau. Und das ist ja schon eine krasse Situation, dass die einen sozusagen 3 Stunden länger arbeiten müssen und weniger Cash dafür bekommen. Ja? Naja, klar. Also wir haben das freiwillig gemacht, damals 2005, damit die Einstellung wieder sozusagen stattfindet. Weil Senat hat gesagt, wir werden, solange ihr diesen Lohn bekommt, also diesen hohen Lohn bekommt, wie Ärzte und so weiter und so fort, werden wir nicht mehr einstellen. Und damals standen wir mit dem Rücken an der Wand, obwohl einige natürlich unter uns dagegen waren, dass wir einen Absenkungstarifvertrag abschließen. Aber die Mehrheit hatte natürlich Angst, dass sozusagen dass sie ihre Arbeitsplätze verlieren werden. Und deswegen hat man diesen Kompromiss so eingefahren. Jetzt reden wir von einer Tarifverhandlung, die eingefroren wurde und auf unbestimmte Zeit verlegt wurde. Wir haben diese Woche, am Freitag, den 1. Mai, du als Personalrat, Vertrauensmann, Migrationsausschuss und so weiter und so fort, bist ja aktiv in dem Geschehen mit drin. Aber in erster Linie, weil du ein Arbeiter bist, ist ja der 1. Mai eigentlich so das zentrale Thema des Jahres, auch bei dir, wo es darum geht, am 1. Mai auf der Straße präsent zu sein. Und wir haben jetzt verfolgt in den letzten Wochen, dass die DGB-Gewerkschaften auf keinen Fall zum 1. Mai auf die Straßen aufrufen, sondern eine Online-Aktion machen. Warum ist es wichtig, trotzdem mit Sicherheitsvorkehrungen auf den Straßen präsent zu sein? Also ich finde wirklich schade, dass DGB alle Kundgebungen abgesagt hat. Ich finde schade, dass auch die Einzelgewerkschaften keine Aktionen organisieren auf der Straße, obwohl die Möglichkeit da wäre. Weil mit Schutzvorkehrungen kann man schon mit kleineren Gruppen auf die Straße gehen. Man darf
den Druck, was man auf der Straße ausübt, nicht unterschätzen. Natürlich ist es gut, dass man in sozialen Medien Aktionen organisiert, Reden einhält, aber die Straße ist sehr, sehr wichtig. Deswegen ist die Polizei sehr, sehr präsent auf der Straße, damit wirklich keine Aktionen stattfindet. Und in Berlin gab es ja auch ein paar Aktionen und die sind auch von der Polizei wirklich brutal angegangen. Aus dem Grund, weil wirklich die Straße darf man nicht denen überlassen, die jetzt auch die Last der Krise den Beschäftigten sozusagen viel mehr in die Schuhe schieben werden. Oder genau. Und deswegen sollten wir eigentlich auf die Straße gehen, auch mit kleineren Gruppen, egal, weil mit Schutzmaßnahmen kann man das organisieren. Das ist aber nicht gewollt. Das finde ich wirklich schade. Und die Quittung dafür werden wir in ein paar Monaten, vielleicht in ein paar Jahren dann bekommen. Ja, Erdogan, du hast ja viele Proteste und auch Streiks und etc. organisiert. Also könnte man denn nicht auf dem Alexandraplatz sogar mit 3 Meter Abstand locker eine Protestkundgebung machen mit 100 Personen? Hätte man locker auf die Beine stellen können. Also wir haben in Berlin nicht nur Alexanderplatz. In Berlin gibt es, nicht nur in Berlin, sondern bundesweit, in vielen großen Städten gibt es Plätze, wo 20, 30, 50, 100, 200 Leute zusammenkommen können. Auch mit kleineren Gruppen und verschiedenen Orten kann man Aktionen organisieren. Also wir müssen einfach auf der Straße präsent sein, damit die wirklich Herrschenden sehen, oh, da passiert was. Ja? Solange wir uns verstecken, solange wir uns nur mit Aktionen auf der Internetseite bewegen, werden wir keinen Druck aufbauen. Und da, wie gesagt, das ist mein Bauchschmerzen. Und das wird dann, wie gesagt, uns wirklich auf die Beine kosten. Erdogan, vielleicht zu guter Letzt. Wo siehst du dieses Jahr beim 1. Mai so die zentralen Forderungen, die wir so in den Fokus rücken sollten? Arbeitszeitverkürzung. Warum Arbeitszeitverkürzung? Weil es kommt ja nicht von mir. Viele Wirtschaftswissenschaftler sagen, dass wir, oder Ökonomen sagen, dass wir in Deutschland in den nächsten Monaten, Jahren 6 bis 7 Millionen Arbeitslose haben werden. Arbeitszeitverkürzung ist effektivste Mittel, um gegen Arbeitslosigkeit sozusagen zu kämpfen. Und deswegen ist sehr, sehr wichtig. Also in Deutschland soll die Arbeitszeit auf 30 Stunden gekürzt werden mit vollem Personal und Lohnausgleich, das muss wirklich ganz, ganz oben stehen. Prekäre Arbeitsverhältnisse und Niedriglohnsektor ist in Deutschland so dermaßen verbreitet, da müssen wir zum Beispiel Verbot der Leiharbeit ansprechen und auch der Mindestlohn muss zwischen 13 bis 15 Euro erhöht werden. Das sind eigentlich Kernpunkte. Was man vielleicht als drittes nehmen kann, Investitionen, viele Investitionen in Schulen, in Bildung, in Gesundheit und in ÖPNV und auch andere Bereiche, soziale Bereiche. Also wir brauchen keine Kampfjets, sondern wir brauchen mehr Investitionen in die Krankenhäuser. Also alleine diese Corona hat doch gezeigt, dass unser Gesundheitssystem ausgebaut werden muss. Und deswegen, wie gesagt, das muss auch als Kernforderung am Freitag nochmal auf den Schildern kommen. Ja, vielen Dank, Erdogan, für deine Einschätzung und wir hoffen, dass wir in den verschiedensten Orten, Stadtteilen auch Leute zum 1. Mai-Protest sehen werden. Die Veranstalter dieser Proteste werden auf die Sicherheit achten, aber auch jeder, der daran teilnimmt, sollte nochmal auf die Sicherheit achten und den nötigen Sicherheitsabstand und Vorkehrungen treffen. Und wir hoffen, dass wir uns bei der nächsten Sendung sehen beim 1. Mai. Vielen Dank, Erdogan, auch an dich. Danke, Yusuf.